Ich will möglichst in den, ich glaube, 45 Minuten waren das, ne? Die mir zur Verfügung stehen. Da auch das abhandeln, was ja, so ein bisschen zwischen den beiden Bemessern, den beiden Professoren steht. Ja, auch etwas ja, an Tragfähigkeit, an Erfahrung mit dem Mauerwerk, was ja letztendlich, wenn wir mal die Fakten zusammenziehen, heute eine sehr etablierte Art und Weise der Errichtung von Gebäuden ist, neben Stahlbeton. Im Wohnungsbau haben wir nach wie vor Mauerwerk, Anteil von um die 80% als tragendes Element. Also insofern ist die Mauerwerksbranche, um es mal so auszudrücken, natürlich ein sehr gewichtiges Stück in der Diskussion, auch in der Zukunftsdiskussion. Und wir haben für heute dieses Thema ausgesucht. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen soft an und ein bisschen sehr politisch geprägt. Sie werden aber, so ist jedenfalls mein Plan, merken, ganz allein um Politik geht es hier nicht. Es geht sicherlich nicht um Bemessung, aber letztendlich geht es darum, wie sich eine Industrie, eine Branche für die Zukunft aufstellt. Und Sie haben ja in Ihrem täglichen Büroalltag zunehmend auch solche Fragen auf dem Tisch. Und das wird in den nächsten Jahren, wenn wir mal davon ausgehen, dass sich die politische Größe der Lage nicht groß ändern wird, wird sich das eher verschärfen. Sie kennen es jetzt mit der Änderung des GEG, mit den Änderungen, die wir da vor uns haben und auch mit der zunehmenden, ja, Forderung von offizieller Seite. Das ist eben das Gebäude, wenn Sie einen Nachweis führen, nicht den Nachweis allein auf die Tragwerksplanung oder auf Schall, Wärme, Feuchte, sondern Nachhaltigkeit wird ein ganz fester Bestandteil der Bauantragsunterlagen werden. Auch wenn der ein oder andere das heute noch nicht glaubt und sagt, naja, lass ihn mal erzählen auf der anderen Seite, wenn Sie in den Entwurfsfassungen der gegenwärtigen Gesetze sich etwas tummeln wollen, kann ich Ihnen gerne Material zur Verfügung stellen. In etwa wird es so kommen. Ja, auch ich habe eine Agenda. Die erste, die Einführungsseite, wie gesagt, sehr kurz. Ich bin kein Politiker, auch wenn Sie sich in der Vorstellung ein bisschen danach anhören mag. Die Kernaufgabe ist nach wie vor, oder meine Kernaufgabe im Bereich der Mauerwerksforschung, sodass wir dann relativ schnell uns mal die Frage Zukunftsfähigkeit, CO2, wie sieht es damit aus? Ja, es gibt jetzt schon einige, die beim Mauerwerk von einem historischen Baustoff reden, das gar nicht mehr so auf die Innovation beziehen. Das ist in aller Munde. Heute muss es hybrid sein oder, also auch bei Gebäuden, nicht nur beim Fahrzeug, muss es hybrid sein und über die Maße hinaus dann möglichst auch einen maximalen Anteil von Holz. Wobei ich auch vorweg sage, ich mache keinen Vortrag gegen Holzbau. Das ist nicht mein Stil. Aber ich zeige einfach, wo stehen die massiven Baustoffe und wo stehen sie auch in dem Kontext. Wer orchestriert das momentan, ist natürlich ein bisschen politisch gefasst, was da teilweise vor sich geht. Was ist, wenn man jetzt mal alle Fakten zusammenzieht, heute gang und gäbe? Da gibt es Studien, die werde ich natürlich nicht im Detail alle vorstellen können, aber zumindest die wichtigsten Dinge daraus. Die meisten am Webinar Teilnehmenden sind Tragwerksplaner, gehe ich mal davon aus, die sich auch dann gerne auf Fakten beziehen und nicht unbedingt immer dem Mainstream hinterherlaufen wollen. Klimaneutralität, was wollen wir überhaupt? Können wir das überhaupt? Ja, kann Beton, kann Porenbeton, Ziegel und wie sie alle heißen, können die klimaneutral werden? Sie werden jetzt natürlich sagen, der wird gleich sagen, ja, sie können es. Wir werden sehen, ob es möglich ist. Und dann die Frage der Zirkularität, eine der zentralen Fragen der Zukunftsfähigkeit. Nämlich tatsächlich geht es darum, wollen wir weiter viele Ressourcen verschwenden oder können wir sie nutzen? Und Sie werden möglichst auch unter dem Aspekt immer betrachten der Zeit, werden wir gemeinsam ein bisschen eintauchen in die Problematik. Und soweit ich es weiß, aufs Gesetzesvorhaben, wenn ich ein bisschen links und rechts des Weges Sie ein bisschen abholen zu dem Thema, was könnte auf uns zukommen. Also das, was hier zu sehen ist, ein politischer Wille, geprägt natürlich durch die Überzeugung der Wissenschaft, dass wir das Thema der Erwärmung, Erderwärmung haben und dass diese Erderwärmung de facto von uns Menschen gemacht ist und wir bis 2045, 2050, ist ja in verschiedenen Ländern auch noch sehr, sehr unbestimmt, das Thema so
klären müssen, dass wir bis zu diesem Zeitraum eben neutral sind. Neutral heißt nicht, dass kein CO2 mehr emittiert wird, sondern neutral heißt nur, dass wir möglichst eine Null in der Bilanz haben. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch eine ganze Menge speichern können. Speicherung von CO2 ist ein wissenschaftliches Thema für sich, das wissen Sie. Ich werde es nachher mal ein bisschen für die massiven Baustoffe anknüpfen. Aber darum geht es letztendlich. Und wir haben noch vor, bin jetzt auch mittlerweile 30 Jahre in dieser Branche unterwegs, noch vor 5 Jahren war das kein wirkliches Thema. Es ist wirklich in den letzten Jahren gekommen und auch durch die Gesetzgebung deutsch und europäisch, muss man dazu sagen, auf ein Niveau gehoben worden, wo ich mittlerweile auch der Überzeugung bin, dass das nicht rückgängig zu machen ist. Also der politische Wille der CO2-Neutralität ist mehrfach deutlich geworden, auch wenn er jetzt nicht einheitlich ist auf der Welt. Das wissen wir alle zusammen, dass es da einige Emittenten gibt, die alles andere wollen, als bis 2050 neutral zu werden. Aber wir wollen es und die politische Landschaft sieht so aus, dass wir auch diesen Weg gehen wollen. Wenn wir das mal auf unser tägliches Geschäft beziehen, dann geht es relativ schnell um plakative Äußerungen. Wie kann man denn heute eine CO2-Neutralität im Gebäudebestand herstellen? Ja, die ersten Schritte haben Sie bereits erlebt durch die QNG, also durch die Förderung oder Umstellung der Förderpolitik. Und das wird sich auf das GEG aller Voraussicht nach ab 2025 auch voll auswirken. Es wird voll durchschlagen. Wir werden also die Nachhaltigkeitsbetrachtung und die CO2-Emissionen im Lebenszyklus eines Gebäudes eben neben der primärenergetischen Betrachtung, wie wir sie heute haben, mindestens gleichwertig. Ich vermute fast, dass die primärenergetische Betrachtung zurückgedrängt wird und dass es mehr eine CO2-Betrachtung wird. Aber das ist eine reine Vermutung. Die ist durch nichts, aber auch gar nichts gestützt. Wir haben klar plakative Dinge, warum gerade Ende der Steinzeit ist schön schnell gesagt. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir hier diese erdgeschichtliche Epoche meinen, sondern meinen logischerweise dann das Ende des Bauens mit Steinen. Dass das natürlich kurioserweise, das sehen Sie an der Internetadresse vom Sägewerk-Kongress kommt, das sollte jetzt keinen hier Webinar überraschen. Man ist also relativ schnell in der Zuordnung bestimmter Verantwortlichkeiten. Das ist nicht nur typisch deutsch, das ist typisch europäisch, muss man mittlerweile sagen, aber auch außerhalb von Europa. Also es geht sehr schnell eine Konklusion zu schaffen und zu sagen, so wäre der Weg. In der Politik ist das immer sehr wichtig, schnelle und einfach zu merkende Formel zu finden. Und die einfach zu merkende Formel wäre zum Beispiel, wir stellen unsere gesamte Baustoffindustrie oder gesamte Gebäudeerrichtung um von den bisherig hauptsächlich zu nutzenden mineralischen Baustoffe auf biogene Baustoffe. Das ist biogen wäre in dem Fall vor allem eben Holz. Dass das nicht geht von der Ressource her, ist klar. Und klar kann man auch Holzbrücken, Eisenbahnbrücken aus Holz über den Rhein errichten irgendwie. Aber auch der Baustoff hat natürlich Grenzen. Auch wenn er auch aus der Natur kommt und wenn er, werden wir auch gleich nochmal sehen, in der Betrachtung der sogenannten Performance, Umweltperformance natürlich gut dasteht. Klar, nimmt ja auch einen Anteil von CO2 auf, ist das vielleicht nicht unbedingt das, was am Ende dastehen wird, aber es wird eben sehr schnell und sehr medienwirksam zum Teil eben diese Art gewählt, dass man eben sehr viele Muster, sogenannte Lighthouse-Projects vorführt. Gerade heute Morgen war über LinkedIn wieder irgendein Projekt, Hybridprojekt, irgendeine herausragende Konstruktion gewählt und so weiter. Das ist auch sicherlich im innovativen Bereich etwas, was man durchaus braucht. Es geht zukunftsweisend darum, dass man sich Baustoffe anschaut, die vor allem als klimafreundliche Bauweise herhalten. Ich werde Ihnen gleich sagen oder auch zumindest zeigen, anhand der Daten, die mir zumindest vorliegen, das ist gar nicht so ein großer Game Change, den da so einige meinen, die sollten so sein, dass wir dort keine mineralischen Baustoffe mehr sehen, sondern es ist eigentlich etwas wie in vielen Bereichen, das kennen Sie auch, etwas anders als üblicherweise diskutiert wird. Ja, gehen wir mal auf die Ökobilanzierung. Ist ja Grundlage dafür, dass man sagt am Ende des Tages, wie sieht die CO2-Bilanz aus? Da wird der ein oder andere von Ihnen sich noch mehr in Zukunft auch mit beschäftigen müssen, mit dem Geflecht der
entsprechenden Normen. Was heißt das? Wir haben eine gute und solide Basis derzeit für die Beurteilung verschiedener Baustoffe Richtung Klimafreundlichkeit, Richtung Effizienz im Sinne von Rohstoffverwendung. Und diese Bereiche sind eben in den entsprechenden Normen auch hinterlegt. Es sind hauptsächlich internationale Standards. Und diese internationale Standards, die internationalen Standards haben eben den Vorteil, dass sie in ganz Europa verwendbar sind. Wir haben als grundlegende Normen, ohne jetzt im Detail in die Norm zu gehen, aber wir haben eben die ISO 14040, die 14025, die 15804. Was ist es, dieses Dreieck? Dieses Dreieck ist einfach, dass man eine Umweltkennzeichnung, und da gibt es eben auch sehr unterschiedliche für die Baustoffe, wählen kann. Und diese Umweltkennzeichnung bezieht sich hauptsächlich oder wird hauptsächlich generiert aus den Standards zum Aufbau und zur Durchführung von Ökobilanzen. Warum sage ich das? Weil es doch heute in der Beurteilung bestimmter Baustoffe und Bauweisen relativ wild durcheinander geht teilweise, dass Normen zitiert werden, die da gar nicht hingehören, dass Umweltkennzeichen auf dem Markt sind. Mit denen kann man eine ganze Menge machen, aber die sind eben nicht faktenbasiert. Sie werden das beim QNG-Nachweis, da gibt es ja auch Lifecycle-Assessment-Nachweis, wo mittlerweile, und das kann ich auch nur begrüßen, auch die Verwendung von solchen Ökobilanzen, welche darf man nehmen, welche EPD darf man nehmen, welche Daten darf man verwenden. Das wird nochmal ein ganz großer, auch sehr, sehr komplexer Weg sein, den wir alle miteinander zu gehen haben, wenn es um die Beurteilung, künftige Beurteilung von solchen Konstruktionen geht. Ja, auch aufpassen, nur als Hinweis, Umweltdeklarationen bzw. Umweltzeichen haben unterschiedliche Basis. Das heißt, wenn wir beispielsweise üblicherweise von Umweltdeklarationen heutzutage reden, dann reden wir von Umweltdeklarationen, die durch Dritte zertifiziert sind. Das ist noch 14025. Und nicht über Umweltdeklarationen, die beispielsweise der Hersteller ohne eine Begutachtung durch einen Dritten herausgeben darf, womit er sich schmücken darf. Auch die gibt es auf dem Markt und die sind durchaus nicht zu bemängeln heutzutage. Also es gibt dafür auch eine ISO-Standard, also eine internationale Norm. Und dann gibt es natürlich auch noch Zeichen, und das ist ja inflationär gewesen, auch die letzten 10, 20 Jahre. Ich hoffe, dass da auch mal eine Regel vorgeschoben wird, wenn es darum geht, den gesamten Zyklus zu verbessern. Dass man hat man halt über einen blauen Engel. So ist vielleicht ein blauer Engel heute in der Wahrnehmung bestimmter Kreise mehr wert als eine Umweltdeklaration Typ 3. Das ist aber in der Tat nicht der Fall, weil eine Typ 3-Deklaration beinhaltet einfach nur eine Darstellung des gesamten Lebenszyklus, wobei ein blauer Engel, wissen auch einige von Ihnen, hauptsächlich dafür da ist, um eine Verbesserung eines Prozesses darzustellen. Das ist schon ein Unterschied. Wir werden künftig auf Typ 3, wie auch alle anderen Hersteller von Baustoffen, auf Typ 3 setzen. Das wird auch, wenn ich jetzt mal die künftigen Verordnungen in Europa sehe, Richtung Baustoffe, wird das auch gefordert. Ja, was hat diese Ökobilanz grundsätzlich, was hat die grundsätzlich als Kernpunkt im Background? Das ist eigentlich eine relativ überschaubare Sache. Und wenn Sie Nachweise künftig nach QNG, also nach dem Qualitätssiegel nachher dieses Gebäude machen, dann werden Sie sich einfach mit diesen Szenarien zu beschäftigen haben. Es war leider so, dass in den vergangenen Jahren, also so, ich habe es nie anders erlebt, davor wird es auch nicht anders gewesen sein, jetzt ändert sich das gerade. Wir haben also, wenn wir über Ökobilanzen in der Vergangenheit gesprochen haben, immer über eine Phase gesprochen, nämlich wie weit ist ein Baustoff von der ökologischen Seite her zu bilanzieren im Bereich der Herstellung. Also es ging um die sogenannte Phase A1 bis A3. Sie werden sich mit dieser Begrifflichkeit entweder schon auskennen oder künftig mehr auszukennen haben, wenn Sie diese Nachweise machen wollen. Diese Untergliederung zieht sich im Übrigen durch alle Normen, die die ökologische Qualität eines Gebäudes, eines Baustoffs beurteilen. Deswegen ist das auch teilweise so kompliziert.
in der Ausführung, weil es so ist, dass sie ähnliche Phasen, aber in anderen oder verwandten Normen haben. Was soll das heißen? Das heißt, sie haben eine gleiche Herangehensweise für den Baustoff selbst, aber sie haben auch eine gleiche Herangehensweise beispielsweise nach DIN EN 15978, wenn es um das gesamte Gebäude geht. Und beide haben wiederum Vorschriften zur Anwendung. Also wenn Sie heute mit aller Brutalität ein ganzes Gebäude beurteilen wollen Richtung ökologischer Qualität, dann haben Sie Tage zu tun. Also wenn es nicht diese Einschränkungen gibt, was Sie überhaupt wie zu beurteilen haben, zu bilanzieren haben, dann werden Sie heutzutage nicht durchkommen. Ja? Ich sage mal ein Beispiel, nehmen wir mal den Wettbewerber. Wenn Sie jeden Nagel im Holzbau bilanzieren sollen, könnte es eine längere Zeit dauern. Wenn Sie jedes Möbelstück im Gebäude in die Nachhaltigkeit nach 15978 einbeziehen, eben auch. Deswegen haben alle eine Art Vorgabe, mit der Sie in der Lage sind, doch in einer überschaubaren Zeit, immer noch sehr aufwendig, aber überschaubaren Zeit, da was zu machen. Im Übrigen gibt es ja auch den einen oder anderen Softwarehersteller, der aufgrund QNG schon auf diese Systeme aufgesprungen ist. Sie werden mit Sicherheit, so wie Sie heute ein Statikprogramm benutzen, dann auch künftig einen Nachhaltigkeitsnachweis fürs Gebäude nach QNG oder vielleicht ab 2026 oder 2025, je nachdem, wie schnell die fertig werden, auch für alle neue Gebäude eine solche Beurteilung machen. Wir müssen nicht in jede Phase reingehen. Sie wissen, wenn Sie im QNG schon sich mal ein bisschen reingelesen haben, dass auch nicht alle Phasen im QNG bilanziert werden, dass man das auch noch als relativ verkürzte oder auch vereinfachte, das kann man jetzt sagen, wie man will, Variante dargestellt bekommen. Alle Varianten haben eine Bezeichnung, was gehört da rein. Und wie gesagt, das setzt sich vom Baustoff bis hin zum Gebäude eben auch durch. Und das ist das Gute, dass zumindest die Methodik schon mal stimmt. Ja, wie Sie wissen, QNG mit verschiedenen Stufen, ob das Plus oder Premium ist. Hier unten auf der linken Seite sehen Sie auch wiederum das, was wir bereits gesehen haben in den entsprechenden Normen. Da ist die 15978 auch nochmal zitiert. Aber Sie sehen, dass das sind die schwarz hinterlegten, hinterlegt sind sie nicht, also die entsprechend normal dargestellten Schriften und nicht grau ausgegrauten, die sind die Phasen, die Sie in der Nachweisführung mit beachten müssen. Da kommt eben dann auch Anforderungswerte. Heute sind das Anforderungswerte, wenn Sie zusätzliches Geld haben wollen. Zukünftig, zumindest zeichnet das sich das momentan ab, ist es so, dass wir, ob das jetzt 20 Kilo oder 28 Kilo sein werden, ich glaube, darüber hat man nicht schlussendlich sprechen können bisher und auch nicht wollen. Aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, die Klimaqualität eines Gebäudes wird genauso wichtig werden wie, weiß ich, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz. Ob damit ein großer Schritt getan wird, ich glaube, das wäre heute nicht das richtige Feld oder die richtige Bühne, um das zu besprechen. Aber zumindest gibt es die Hoffnung, dass man das entsprechend durchsetzt. Man muss natürlich auch über die Bewertungsgrundlagen, eine wesentliche Begleiterscheinung einer Bilanzierung, wenn es um Klimaneutralität geht, worüber reden wir eigentlich, worauf bezieht sich das? Im QNG hat man das jetzt auf die nette Raumfläche gemacht, ist aus meiner Sicht okay, hat ein paar Tücken, hätte man vielleicht mehr auf die beheizte Fläche machen müssen, wenn ist ja nicht unbedingt immer gesagt, dass es auch alles beheizt ist. Und es gibt eben auch die LCA-Bilanzierungsregeln, Lifecycle Assessment, Bilanzierungsregeln für das QNG. Und damit sind Sie heute in der Lage, jedes Gebäude miteinander zu vergleichen und auch die Klimaqualität in Bezug auf, was passiert denn in den nächsten 50, 60 Jahren. Was gut ist im QNG, das ist schon mal ein erster Hinweis auf die Baustoffqualität. Bisher reden wir immer nur über Gebäude und wir werden auch auf Gebäude zurückkommen. Es ist zumindest mal der erste Schritt unternommen worden, im QNG auch schon mal Hinweise darauf zu bieten, inwieweit wir mit, wenn wir mit Holz mitverwenden, und das ist eben nicht nur allein eben auf eine Holzwand bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern das ist natürlich alles, ne? Also auch im Massivbau, wem sage ich das, und schon gar keinem Tragwerksplaner, ist das Dach für, weiß ich,
98%. Ich habe jetzt keine Zahl hier, aber ein relativ hoher Anteil sind Holzdächer. Das heißt, wir haben auch immer Holz drin. Und man möchte zumindest, wenn man über nachhaltige Materialgewinnung redet, möchte man zumindest auch sicherstellen, dass je nachdem, ob es ein Plus- oder Premium-Bilanzierung ist, ob da auch die nachhaltige Forstwirtschaft entsprechend, da gibt es Zertifikate. Ich bin da kein Experte für diese Zertifikate. Ich kann Ihnen da nichts beantworten, wo die herkommen, aber man versicherte mir, dass das doch einigermaßen hinhaut. Wie sieht das heute aus? Anhand dieser Grundlagen, die wir eben kurz besprochen haben, gibt es eine ganze Reihe von Ökobilanzen, die sogenannten EPDs, die auch offiziell für jeden, und das ist das Gute noch, auf der Ökodat-Datenbank oder in der Ökodat-Datenbank und auch beim IBU, Institut für Bau und Umwelt, abrufbar sind. Dafür muss heute glücklicherweise keiner bezahlen. Das sind Dokumente, die sind allgemein zugänglich. Ob das in Zukunft noch so sein wird, weiß ich nicht. Ist auch nicht die entscheidende Frage. Und in diesen EPDs finden Sie eben alles, was Sie brauchen, um eine Bilanzierung durchzuführen. Wir haben derzeit gerade den Weg, und deswegen ist es auch immer so schwierig in der Diskussion, wenn es um Klimaneutralität geht, der Mauerwerksprodukte, immer die entscheidende Phase, die wir auch mal benennen müssen, dass wir derzeit gerade in so einer sogenannten Transformationsphase uns befinden. Was heißt das? Ich habe es bereits erwähnt, wir haben früher hauptsächlich die Herstellung gesehen, also bis zum Lagertor die Beurteilung gemacht, also A1 bis A3, alles, was danach kam, hat uns wenig interessiert. Die neuen EPDs aufgrund der Situation, dass man Ökobilanzen sehen möchte in Zukunft, führen eben zwangsläufig dazu, dass sie alle Phasen, das heißt auch die Nutzungsphase, den Energieaufwand oder zumindest den Bedarf, Aufwand selbst nicht, aber den Energiebedarf und auch die Phasen mit betrachten, wenn das Gebäude mal abgerissen werden soll. Da sind natürlich die entscheidenden auch schon Fragestellungen, wenn man jetzt sogenannte biogene Baustoffe wie Holz mit Massivbau vergleicht, wie lange lebt so ein Gebäude, also lebt in Anführungsstrichen, wann wird es abgerissen, nach 40 Jahren, nach 50 Jahren, wie weit sind die Nutzungszeiten, da ringen sich also derzeit auch in verschiedenen Normen, logischerweise auch in verschiedenen Interpretationen, dann teilweise auch getrieben durch die Fragestellung, dass wenn ein Baustoff nicht mal als ökologisch gilt, natürlich auch vom Markt verschwinden könnte, also wirklich ein historischer Baustoff wird. Da ringen sich natürlich einige Diskussionen drum. Und deswegen ist das so wichtig, auch das möglichst emotionsfrei zu betrachten. Es gibt auch diese Darstellung von Holz. Also auch da gibt es genügend Möglichkeiten. Zwar noch nicht so ganz hundertprozentig in der Frage, was wird da jetzt tatsächlich aufgenommen. Also das ist jetzt hier eine Konstruktionsvollholz aus der Ökodatenbank, beispielsweise eine Bilanzierung, wo Sie eben auch ganz klar sehen, A1 bis A3, Holz ist derjenige Baustoff, der aus heutiger Sicht wohlgemerkt, dort die Nase vorn hat, mit etwa 721,7. Wenn ich sage etwa und Komma 7 sage, wenn Sie sagen, naja, so etwa ist es nicht. Es ist halt gerechnet aufgrund einer EPD, die wir derzeit zur Verfügung haben. Und Sie sehen am mittleren Bild, dass wir doch hier die Situation haben, dass viele, viele Phasen gar nicht wirklich bilanziert sind, dass auch Konstruktionsvollholz in Zukunft noch einiges beisteuern muss, um wirklich ordentlich bilanziert zu werden. Wenn Sie dieses KA sehen, heißt das immer keine Angabe. Und es muss aufgrund der normativen Vorgaben und der sogenannten Category Rules, also die Vorgaben aus der 15804, wie zu bilanzieren ist, muss natürlich logischerweise auch für die biogenen Baustoffe ein ordentlicher Faktor hinterher geschoben werden. Ah, Sie sehen, in der Gesamtbilanz ist das auch für Holz, nur als kleine Anmerkung, wenn ich Ihnen diese Grafik zeige, Sie zumindest ein bisschen zu erklären. Wir haben am Ende minus 255. Könnte jeder Enthusiast des Holzbaus natürlich sofort sagen, hurra, diese minus 255 beweisen doch, dass Holz im direkten Wettbewerb mit den mineralischen, nicht mineralogischen, mineralischen Baustoffen
definitiv besser ist. Das ist nicht ganz so. Warum nicht? Also erstens ist natürlich der große Fakt, dass sie im Bereich der Wiederverwertung von Holzbauteilen heute eine 80-prozentige thermische Verwertung haben. Und dass die Gesamtbilanz, dass sie am Ende eben runterkommen, liegt einfach daran, dass man heute außerhalb der Bilanzierung eben den Holzbaustoff oder Holz allgemein immer noch als Verdrängungsbaustoff oder Verdrängungsstoff für erdölbasierte oder Erdgas, je nachdem, also für nicht dekarbonatisierte Rohstoffe oder Brennstoffe zählen kann. Das heißt, wenn ich Holz verbrenne, dann erspare ich damit das Verbrennen von Gas oder die Anwendung von Gas und Öl. Das ist heute noch die gängigste Art und Weise. Wenn wir aber eine Wirtschaft haben in Zukunft, wo überhaupt kein Gas oder Öl verwendet wird, ist natürlich diese Verdrängung nicht mehr drin, ist nicht mehr möglich darzustellen. Deswegen ist immer, und das ist auch mein Punkt oder Hauptpunkt in der politischen Diskussion, wenn ich gefragt werde, immer die nächsten 40, 50 Jahre weiterschauen und keine kurzfristigen Lösungen, weil die kurzfristigen Lösungen, sehen Sie gleich, bringen ja auch nichts hier. Natürlich muss man auch beim Holzbau auch die anderen Baustoffe mit einbeziehen, wie auch beim Massivbau. Also Mineralwolle beispielsweise ist ja auch doch in hohem Maße in einem Holzbau, jedenfalls im Holzrahmenbau, mit enthalten. Wir haben auf Basis dieser Eingangsüberlegung einige Studien. Die Studien, klar, jetzt können Sie sagen, immer der Auftraggeber wird ordentlich bedient und es kommt aus der Studie immer das raus, was der Auftraggeber will. Also erstmal ist es richtig, sonst würde er dafür wahrscheinlich nicht bezahlen, aber trotzdem haben einige Institute, mittlerweile ist es LCEE aus Darmstadt und es ist auch das IBP, Institut für Bauphysik, die dort über Studien gezeigt haben, auch über Lifecycle Assessment, wie es derzeit denn steht im direkten Vergleich, ohne zu sagen, ich sage es ja noch, wie wir klimaneutral werden, ohne zu sagen, dass das heißt, dass wir da jetzt nichts tun müssen. Eine Studie eben von LCCC, wo verschiedene Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser miteinander verglichen wurden. Und dann ist eben so eine Art Typenhaus entstanden. Und was wir hier beispielsweise sehen, ist so eine Betrachtung 50, 80 Jahre. Hier wieder dies, was wir vorhin schon gesehen haben, aus der europäischen Norm für ein ganz gesamtes Gebäude mit den entsprechenden Randbedingungen, die uns die DGNB in Deutschland derzeit noch gibt. Also was wird mit einbezogen in der Bilanzierung? Dann sehen wir, wer es jetzt als direkten Vergleich sehen möchte, dass wir beim Lebenszyklus einen Unterschied zwischen 466 Tonnen und 463 Tonnen am Ende des Tages haben. Bei 50-jähriger Betrachtung ist es 323 zu 311. Und wenn Sie in der heutigen Präzision sich aufhalten der Ökodaten, dann reden wir halt über Richtigkeit oder über Präzision der Daten, die für eine ökologische Bilanzierung tatsächlich herangezogen werden können von 5 bis 10%. Das heißt, man kann mit Fug und Recht sagen, wenn man heute schon bilanziert und ehrlich bilanziert, ist zwischen biogenen Baustoffen, massiven Baustoffen kaum ein Unterschied, was natürlich am Ende des Tages nicht dazu führen soll. Und darauf weise ich dezidiert hin, dass wir jetzt sagen, wir müssen nichts machen. Ja, also wir sehen gleich, was wir machen und wie wir auch verschwenderische Dinge gerade im Rohstoffbereich dort stoppen können. Ich habe dieses erstmal ohne Wärmespeichereffekte gemacht, weil ich immer wieder merke, dass ja, Berechnungen des Primärenergiebedarfs oder in diesem Fall des Endenergiebedarfs mit oder ohne Speichereffekte immer so einen Beigeschmack haben. Ah, klar, massive Baustoffe aufgrund der Einspeicherung von Wärme sind halt ein bisschen im Vorteil. Ich habe das hier mal rausgelassen. Wir hätten jetzt die 3% noch mit reintun können, habe ich nicht getan. Aber auch beim Mehrfamilienhaus, 50, 80 Jahre, sehen Sie, einmal Mauerwerk, einmal Stahlbeton und einmal Holzständerbauweise. Wobei eine Holzständerbauweise im Mehrfamilienhausbau keine reine Holzständerbauweise ist, sondern auch noch Effekte natürlich hat, insbesondere vom Stahlbeton. Es ist also mehr Hybrid. Und dazu kommt natürlich auch der Fakt, dass wir selbst im Einfamilienhaus, was ich vorhin nicht gesagt habe, wir haben eine Bodenplatte. Also auch da geht natürlich etwas mit rein, was
mit Holz nichts zu tun hat. Aber insgesamt kann man, Sie werden mir hoffentlich beipflichten, an Ihren Computern also einen Unterschied hieraus zu entnehmen, das wäre sehr sportlich. Auch aufgrund der Tatsache, was ich bereits gesagt habe, dass wir natürlich alle miteinander noch mit der Präzision von solchen Daten zu kämpfen haben. Also es kann, wenn man plus 10, minus 10% hier mal reinrechnet, dann kann es in alle möglichen Richtungen gehen. Eine weitere Studie, die wir gemacht haben, ist ein Familienhaus, wo auch mal ein Massivdach mit drauf war, uns auch mal mit allen möglichen Herstellern auch ja, letztendlich verglichen. Aber auch da, wenn Sie dieses Ensemble sehen, was heißt hier auf der rechten Seite, war eine englische Präsentation, dass wir da nochmal, komme ich gleich zu, auch die CO2-Aufnahme von Massivbaustoffen mit eingerechnet haben und auch mal die Reduzierung, die im Herstellungsbereich existiert oder eben auch mal eine Erhöhung des sogenannten Abfalls. Das heißt, wir nehmen von Abrissgebäuden einiges zurück. Da sehen Sie auch die entsprechenden Einflussgrößen, wenn man das mal auf dem Einfamilienhaus sieht für 50 Jahre und sagt mal, die Konstruktionen sind jetzt so, wie sie da sind, ob das Ziegel, Polbeton ist, eine Holzkonstruktion oder eben auch hier diese Einflussgrößen. Es muss irgendetwas geben, was entscheidend ist derzeit für die ökologische Bilanzierung und das ist nicht das Gebäude. Bei der 80 Jahre ist es jetzt nur mal Holz und Polbeton mit Massivdach verglichen. Es ist auf einer Ebene. Wo ist der Unterschied? Oder wo ist der Hauptpunkt oder die Hauptkomponente der heutigen Ökobilanzierung? Die Hauptkomponente ist die Energie. So, das ist einerseits könnte man sagen, das ist eben beruhigend, löst erst einmal den Energiebedarf von Gebäuden und macht ihn CO2-neutral, bevor ihr dann euch auf die, weiß ich, 75 Tonnen oder 20 Tonnen oder wie auch immer stürzt. Das gibt uns natürlich auch ein bisschen Zeit, aber Sie wissen ja durch die Initiativen, ob das jetzt durch die aktuelle, durch Habeck ist, dass er gerne keine Ölheizung mehr haben möchte und keine Gasheizung, dass wir also im Heizsystem umstellen, wobei das nicht heißt, dass B6 in dem Fall nun von 237 oder 231 auf 0 geht. Das wäre nicht gegeben. Auch eine Wärmepumpe kann erst zu Klimaneutralität kommen, wenn wir zumindest auch bei einer COP von 3 dann irgendwann sagen können, naja, dieser Strom, der da benutzt wird in der Wärmepumpe, das ist ein Strom, der nur aus erneuerbaren Stromquellen stammt. Das wird noch ein langer Weg sein. Also auch diese 237 werden nicht auf Null gehen. Aber sie werden reduziert und dann ist es natürlich logischerweise der Fokus dann zunehmend auch auf die Tatsache bezogen, was ist mit dem Rest? Ja, Sie sehen, dass gerade so bei biogenen Baustoffen im Bereich C1,4, 38 Tonnen CO2, da ist der Massivbau deutlich überlegen, weil er eben deutlichen Fortschritt gemacht hat im Bereich Recycling. Ich zeige es auch gleich nochmal anhand eines konkreten Zirkularitätsprojektes, dass wir da auch sehen, wir haben dort unsere Vorteile und die Vorteile werden wir auch entsprechend ausspielen. Natürlich gibt es für diese 75 Tonnen in einem hier genannten Beispielgebäude, das sind natürlich nicht immer 75 Tonnen, aber die Verhältnisse untereinander, die Größenordnung sind bei allen Gebäuden, die ich bisher gerechnet habe, ähnlich. Es gibt natürlich auch andere Studien. Eine der wesentlichen Studien, die auch in der Politik gerne ja, aufgeführt wird, zitiert wird, ist die von der Ruhr-Universität Bochum zur Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden, wo man eben eine sogenannte CO2-Substitution ausgerechnet hat. Und wer da mal reinschaut, wird schnell feststellen, wenn wir um Ehrlichkeit ringen gemeinsam, dann finden wir die da nicht unbedingt auf der ersten Seite. Da geht es um eben Vergleich von unterschiedlichen Standards. Wir haben teilweise unterschiedliche, wir haben einen mit Keller, einer ohne Keller. Wir haben die Betriebsphase völlig rausgenommen in dieser Studie. Und am Ende des Tages werden Sie mit diesem Ansatz, indem Sie eigentlich einfach einiges rausstreichen, wenn Sie immer eine gute Substitution erlangen,
für biogene Baustoffe im Vergleich zu massiven Baustoffen. Wir hatten auch die Diskussion mit Ministern oder Ministerinnen in diesem Fall auch über die Thematik, was ist jetzt Zukunftsmusik im Bereich Baustoffe. Und da kam man natürlich auch immer schnell auf die Situation, dass wir in Bezug auf CO2-Aufnahme unsere Werte vorgelegt haben und die Antwort der Politik war, ja gut, mag ja sein, aber die Hälfte der CO2-Emissionen beim Massiven bleibt ja trotzdem. Und wir immer darauf hinweisen mussten, es ist ein Zukunftsthema. Und das Zukunftsthema heißt auch hundertprozentig, dass Sie natürlich nicht etwas heute lösen können für das Heutige, um sich dann entsprechend etwas ans Revers zu heften, sondern Sie müssen das für generell auch für die Zukunft lösen. Und das ist schwierig, wenn man das eben nur in der verkürzten Phase macht. Wir haben eine ganze Reihe von Roadmaps, ohne sie jetzt mit jedem Detail behelligen zu wollen. Es gibt von der Zementindustrie, es gibt von der Kalkindustrie entsprechende Roadmaps, die bis, naja, 2030 ist so der erste Knickpunkt für die Zementindustrie und Kalkindustrie. Das ist eben, sind immer die beiden Industrien, die für die Mauersteinhersteller besonders wichtig sind, weil eben der geringste Anteil der CO2-Emissionen in der Mauersteinindustrie selbst überhaupt passiert. Der größte Anteil ist der Rohstoff, entweder Zement oder Kalk. Und ja, wenn Sie Kalk oder beim Kalksandstein sehen, dann ist es eben so, dass der größte Teil der CO2-Emissionen ist eben einfach eine Entsäuerung. Und Entsäuerung heißt, dass Sie es nicht verhindern können. Also Sie müssen es ja. Also Sie müssen, um einen Kalkstein, wenn Sie Kalkstein brennen wollen, müssen Sie dann die Entsäuerung durchführen. Das CO2 sozusagen geht weg und da können Sie nichts gegen machen. Sonst haben Sie am Ende des Tages keinen gebrannten Kalk. Und das macht das Ganze so herausfordernd. Der eine oder andere denkt, naja, dann stellen Sie halt das Brennen um. Ja, dann wird halt in der Zementindustrie oder Kalkindustrie nicht mit so hohen Temperaturen. Dann machen wir einen anderen Zement, nehmen wir einen anderen Zement, nehmen wir klinkerarmen Zement. Das sind alles Wege, aber die entscheidenden Wege beim Zement und Kalk in der Zukunft wird sein, das beginnt mit 2030 dann etwas stärker, wobei bis heute noch keiner gesagt hat, wer das bezahlen soll. Bis ab 2030, nach dem, was wir heute haben, können wir damit rechnen, dass wir über die Carbon Capture, also das sozusagen Einfangen, Verflüssigen von CO2 und dann mit großen Leitungen oder gar mit Schiffen, ist noch nicht so ganz raus, Richtung Norwegen bringen. Zumindest gibt es die Vorstellung. Wie gesagt, es gibt noch keine Vorstellung, wie das Geld gibt. Für die Industrie, Mauersteinindustrie, stellt sich das hier so dar, wie es hier beim Europäischen Porbetonverband gemacht wurde und auch beim Deutschen, dass man eben sich die einzelnen Segmente rausgenommen hat und gesagt, was können wir überhaupt machen, um CO2 neutral zu werden. Und wenn wir mal die Anteile sehen, wir haben heute bei einem Pornbeton 180 Kilo CO2 insgesamt, also alle Phasen der 15804. Und dann ist eben der größte Punkt, und das weiß auch jeder, der mit uns die Diskussion eröffnet, bei der Reduzierung des CO2 bei Zement und Kalk. Nun sind wir aber nicht so, dass wir sagen, wir lehnen uns mal zurück und dann passiert auch soweit erstmal nichts. Also wenn die fertig sind, dann können wir weitermachen. Nein, wir sind da schon sehr aktiv, was unsere eigenen Ansprüche anbetrifft, also die Investitionen in die Treibhausneutralität letztendlich. Wir haben einige interessante Dinge zur Rekarbonatisierung. Das ist also ein Begriff, der gewählt wurde, um darzustellen, dass CO2 auch bei Calcium enthaltenen Baustoffen später gebunden werden kann. Ich zeige es anhand von Pornbeton, es kann auch anhand von Kalksandstein gezeigt werden, von Leichtbeton. Es sind alle, je nach Calciumanteil, dabei. Also CO2 wird gebunden und auch nicht wieder freigelassen. Und das ist eben der Unterschied zu Biogenen, insbesondere zu Holz. In dem Fall, dass es eben natürlich bei der thermischen Verwertung später wieder in die Atmosphäre entlassen wird. Ja, wie sieht sowas aus? Rekarbonatisierung. Also es ist jahrelang, jahrzehntelang ist es jetzt nicht so thematisiert worden, weder von Forschungsseite noch von der Anforderungs, sowieso nicht, von der politischen Seite auch nicht. Also es ist schlichtweg, ich will nicht sagen verheimlicht worden, aber es war nie relevant.
Was wir jetzt gemacht haben, forschungsseitig, ist, uns auch dort zu positionieren. Also es ist so, dass hier im Fall das Bild mal eines Porenbetons, der heißt eben auch Porenbeton, weil da so viele Poren drin sind und diese massiven Bereiche auch noch mit Poren durchsetzt sind und diese kleinen roten Punkte, die Sie in diesem Bild rechts sehen, nicht die großen hellen roten, sondern das ist mehr Quarz, sondern die kleinen roten sind alles Beweise dafür, dass CO2, also sich dort ein Carbonat gebildet hat. Also ein Pornbeton ist ein Calciumsilikathydrat, Kalksandstein auch, und die sind tatsächlich in der Lage, in Größenordnung CO2 wieder aufzunehmen. Und das ist dann in der Diskussion über Zukunftsfähigkeit eine ganz entscheidende Sache. Es gab auf europäischer Ebene dazu einige Untersuchungen und eben auch die Frage, wie lange braucht man denn, bis zu welchem Rekarbonatisierungsgrad? Und man hat dann eben festgestellt, es ist de facto ja, so ein nicht ganz linearer Vorgang, aber wir können doch sagen, dass wenn der Baustoff so und so viele Jahre im Gebäude ist, dass wir eine 80, 90 oder 95er Rekarbonatisierung hinbekommen. Und das ist eben in der Darstellung, was ich eben gerade schon gesagt habe. Ja, wir haben, wenn wir jetzt mal den heutigen Anteil sehen, bis zur Herstellung, also nicht die Phasen ab B, sondern nur A1, A3, dann ist eben von dem, was wir dort haben, sind 44,3 Kilo kommen aus dem Verbrennungsprozess, Kalkzement 88,5, was ich eben bereits gesagt habe, Prozess-CO2, Entsäuerung, nur 33,2 aus der Herstellung, wo wir auch klar sagen, dass da sind wir dran, da machen wir auch alles möglich, um dann noch zu reduzieren, insbesondere, was Sie gleich sehen werden, auch mit der Erhöhung bestimmter Anteile an Recycling. Und wenn man das jetzt mal so sieht, 76,9 Kilo können eben wieder eingefangen werden in der Lebensdauer, ist das ein guter Startpunkt. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier dran arbeiten. Ja, Zement können wir nicht dran arbeiten, Kalk auch nicht. Da sind wir dran, dass die das tun, aber wir können es eben nicht beeinflussen, jedenfalls nicht im vollen Umfang. Das können wir schon beeinflussen und die 33,2 auch. Und da tun wir unser Bestes, dass es auch in die richtige Richtung geht. Das ist aber nur Carbon Capture. Und letztendlich ist ja die Frage, wie kann sich eine Zirkularität, eine sogenannte Urban Mining Philosophie in Zukunft durchsetzen. Was meine ich damit? Wenn Sie CO2 vermeiden wollen, ist es natürlich im Gebäude wunderbar und Sie können auch ökologisch in Zukunft mit Sicherheit massive Baustoffe immer darstellen als während des Lebenszyklus durchaus klimaneutral, wenn wir die Aufgaben bei der Herstellung des Baustoffs selbst lösen und wenn wir die Aufgabe bei den Rohstoffen lösen. Aber selbst mit diesen beiden Kategorien sind Sie noch nicht da, dass Sie sagen können, wir sind auch kreislauffähig. Also wir sind auch zirkular. Und da gibt es verschiedene Ansätze derzeit, dass wir sagen, wir haben es in der Vergangenheit nicht ignoriert, aber wir haben in der Vergangenheit es nicht unbedingt für nötig gehalten, ältere Produkte wieder zurückzuholen. Das heißt, ältere Produkte heißt jetzt nicht nach 10 Jahren, sondern da wollen wir sie noch nicht sehen. Aber nachdem das Gebäude abgerissen ist, es interessiert uns nicht. Ne? Das Produkt wie bei allen anderen Wegwerf-Gesellschaftsprodukten, dass man sagt, ja gut, ich bringe es raus, ich mache 5 Jahre Gewährleistung und meinetwegen auch 10 Jahre und dann bin ich raus, ist einerseits natürlich aus rein unternehmerischer Sicht durchaus erklärbar gewesen. Aber wenn wir heute die begrenzten Ressourcen sehen und die betreffen ja alle, warum sollten wir uns das ja nicht auf die Fahne schreiben, da einiges zu tun? Es gibt verschiedene Projekte. Ich habe mal eins ausgewählt. Das ist ein Hebelrandplattenprojekt. Das ist also vom Baustoff unterscheiden sich bewährte und unbewährte nicht voneinander. Die bewährten haben halt eine Bewährung da drin. Sonst sind sie von der Zusammensetzung gleich oder zumindest ähnlich. Bei den Rohdichten unterscheiden sich ein bisschen. Baujahr 1969, also doch schon ein bisschen älter. Da war noch eine Wanddicke von 15 Zentimeter, was noch alles möglich war in der Zeit. Als Außenwand, weiß nicht, welche Wärmeschutzverordnung das war zu der Zeit, ob es überhaupt schon eine gab. Dann war Volumen etwa 225 Kubikmeter. Normalerweise würde das heute
in die auf die Deponie gehen in irgendeiner Weise würde, oder es würde untergemischt werden, der Pornbeton unter anderen Baustoffen, um sie dann, weiß ich, als Unterbau für Straßen oder sonst was zu verwenden. Wir haben dann in einem Lighthouse-Project mal genau uns die Dinge angeschaut. Was kann man das nutzen? Kann man den Kreis wirklich schließen? Viele reden von Zirkularität, der funktioniert aber nur der Kreislauf, wenn ich den Kreis tatsächlich geschlossen habe und nicht, wenn ich dann irgendwann sage, ich produziere daraus, weiß ich, Katzenstreu, Ölbinder oder sonst was. Dann ist es kein Kreislauf. Dann ist es immer wahrscheinlich ein Downcycle, wobei auch diese Begrifflichkeit nicht eindeutig ist. Und wenn wir uns das mal, ob das jetzt läuft, ja, das schauen wir uns jetzt mal in der Helikopter Position ein wenig an. Ja, man könnte sagen, typisches Abrissgebäude, daraus wird nichts mehr. Die Deponie wird sich freuen, dass es heute, oder es war ja gang und gäbe, das genauso zu machen. Sie sehen viel Stahl, viele Dinge, die niemand braucht, jedenfalls nicht im Werk von unserer Seite. Und zunächst ging es daran, die Elemente abzureißen. Hier ist jetzt kein Mörtel zwischen. Im Übrigen würde uns Mörtel jetzt auch nicht stören. Das ist nicht so. Sie sehen aber hier, das sind ein paar Stahlteile dran. Die Nagellaschen hängen da noch runter. Die sind jetzt nicht reingegangen. Sie sehen, dass das relativ sauber demontiert werden könnte. Wenn ihr jetzt von der Werksseite her auf den Haufen schaut, hier vorne hätte ich schon mal leichte Bauchschmerzen, glaube ich. Also sind die Stahlteile und was man da alles so mit reingebracht hat oder die dunklen Elemente, wo eben da ein, weiß nicht, bituminöser Anstrich drauf ist. Und die Frage ist natürlich zu stellen, kann man das so weit bringen, dass es dann auch werkseitig funktioniert? Das heißt, man musste vor Ort Technologien ausprobieren, die im Allgemeinen und Konkreten durchaus funktionieren. Wir sind da eigentlich auf einem guten Weg und das gilt nicht nur für den Pornbeton, das gilt für andere Hersteller, andere Mauerwerksarten genauso. Es gibt viele gute Beispiele. Man nutzt da Magnetabscheider, man muss entsprechend vorsieben, muss entsprechend dafür sorgen, dass die richtige Körnung am richtigen Punkt ist. Man muss natürlich auch die Bewehrung herausnehmen. Man muss daran denken, dass das eine oder andere auch staubt. Das ist praktisch umsetzbar. Das sieht dann so aus, wenn die das auf die Fraktion bringen, auf die Fraktionsgröße bringen, die wir verwenden können im Werk. Ja, ist eine etwas größere Anlage, aber der ein oder andere kennt das ja schon, wenn mal vorbeigefahren ist, wenn eine alte Autobahn abgerissen wird, dass da links oder rechts schon das Recycling funktioniert. Und ja, das wird bei Gebäuden dieser Art in Zukunft nicht anders sein. Und wir haben eben dann, und das ist der letzte Schritt dabei, wir haben es dann geschafft, diese Elemente auch entsprechend wieder ins Werk zu bringen. Also Zirkularität zu schließen, dort wieder neuen Pornbeton, also so das Feine, was hier auf der rechten Seite zu sehen ist, das ist Realität, das kommt von dieser Baustelle, das geht wieder in den Pornbetonprozess zurück und nur dann haben wir eine Zirkularität. Wir können da etwa 4000 Tonnen CO2 sparen dadurch, aber es ist nur sekundär. Ja, das ist nur für die Presse und für Marketingerklärungen. Das Wichtigste ist, dass wir in der Lage sind und daran forschen wir sehr gezielt, auch diese Klimaneutralität nicht nur Richtung CO2-Roadmap, sondern auch Wiederverwendung von Produkten mit dem entsprechenden Kalkül auch durchzuführen. Ja, mit Blick auf die Uhr dürfte es fast eine Punktlandung werden. Ich würde heute mal behaupten, wenn wir auf Klimaneutralität und auf zukunftsweisende Klimaneutralität schauen, die Bauweise ist ökobilanziell nicht oder noch nicht das Entscheidende. Also wer heute einen entsprechenden Nachweis macht und die richtigen, ja auch vorhandenen Instrumente der Bilanzierung, Ökobilanzierung von Gebäuden mit ihren Konstruktionen auch entsprechend richtig anwendet, wird diesen großen Unterschied im Lifecycle Assessment über 50 oder 80 Jahre, wobei QNG und auch die deutsche Sichtweise ja hauptsächlich auf 50 Jahre ist, wird dort keinen Unterschied feststellen, keinen signifikanten. Es wird kompliziert, die Ökobilanzierung, weil sie eben auch parallel auf die primärenergetische Seite abzielt und nicht nur auf die
Da ist nicht gemeint der Jahresprimärenergiebedarf nur für B6, also nur für die Energie, sondern da ist eben alles andere auch gemeint. Man muss also sehr genau hingucken, wenn man Dinge vergleicht. Der eine mag beim CO2 besser sein, der nächste mag bei dem Anteil nicht erneuerbarer Primärenergie vielleicht wiederum Vorteile haben. Das ist eine komplexe Sache und ich erwähnte ja bereits, die Hilfe ist ja schon unterwegs. Bestimmte Softwarehersteller sind ja schon dabei, die ersten Lösungen dafür auch vorzustellen. Dann haben wir eben diese, aufgrund der Berechnung, wir haben eben die Situation, dass wir durch die Energieversorgung bestimmt sind, immer noch. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, wobei sich die absoluten Anteile ändern werden. Wir haben genügend Ansätze, CO2-Footprint zu verbessern. Wir haben die Herausforderung der Rohstoffe, insbesondere beim eben, ob das jetzt Beton ist oder Kalksandstein, Bornbeton, Ziegel. Wir haben die Rohstofffrage, wie weit kriegen wir es runter, oder eben auch die Herstellungsfrage. Ich sehe momentan keinen Grund, auch wenn es gerne politisch gesehen wird, und ich kenne ja die Ausschreibung auch in einigen Gemeinden, da jetzt per se zu sagen, wir wollen biogene Baustoffe haben und die sind dann per se schon mal von Vorteil. Sie sind nur im kurzzeitigen Denken von Vorteil. Also wenn ich heute sage, ich möchte heute CO2 vermeiden im Bereich der Baustoffe, nehme ich Holz. Wenn ich aber sagen will, ich möchte langfristig eine CO2-neutrale Gesellschaft aufbauen, ist das keine Hilfe, weil ich dann die Frage nicht beantworten kann, was passiert denn in 50 Jahren mit diesen Konstruktionen, die heute alle thermisch verwertet werden. Und die Antwort kann nicht sein, es interessiert mich nicht, was in 40, 50 Jahren ist. Also das ist schon etwas, was holistisch beantwortet werden muss. Und ich glaube, eine gute Geschichte auch des Mauerwerks ist, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, wir haben gute Ansätze, einen Stoffkreislauf zu schließen. Vielleicht auch über Wiederverwertung, da wäre wieder der Kreislauf zum Bemesser, ja, dass wir vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, Mauerwerk wieder einfach einzusetzen. Es ist ja durchaus so, dass beispielsweise Dünnwertmörtel auch nach 50, 60 Jahren ihre Tragfähigkeit nicht verloren haben. Da ist nichts gerissen, gar nichts. Warum kann man nicht Elemente einfach rausnehmen, ein neues Gebäude einbauen? Das Problem ist halt nur, dass es heute die Normen oder die Normenlandschaft noch nicht hergibt. Ungeheuer interessant, ungeheuer vielfältig und natürlich auch herausfordernd. In der Zeit, die mir zur Verfügung stand, ein kleiner Überblick.